Es folgt ein Workout mit Sätzen auf Zeit für Einsteiger, das aus 4 Übungen besteht. Wir machen pro Übung 4 Sätze, bestehend aus jeweils 20 Sekunden Belastung und Erholung. Ich werde die Übungen und Intervalle ansagen. Führen Sie möglichst viele Wiederholungen aus. Achten Sie auf eine saubere Technik und ein Tempo, das Sie durchhalten können. Wenn Sie lang nicht trainiert haben oder die Übungen neu für Sie sind, müssen Sie mit Muskelkater rechnen. Bleiben Sie einfach am Ball. Die erste Übung ist die Sumo-Kniebeuge. Nehmen Sie einen mehr als schulterbreiten Stand ein. Die Zehen zeigen im 45-Grad-Winkel nach außen. Der Oberkörper ist gerade. Die Hände sind hinter dem Kopf verschränkt. Bringen Sie nun die Hüften nach hinten unten, bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Halten Sie den Rücken so gerade und aufrecht wie möglich und kehren Sie in die Ausgangsposition zurück. Die Knie zeigen immer in dieselbe Richtung wie die Zehen. Sie sollten nicht einknicken. Okay, legen wir los. Wir machen 4 Sätze Sumo-Kniebeugen mit jeweils 20 Sekunden Belastung und Erholung. Machen Sie sich bereit. Und los! Achten Sie auf ein konstantes Tempo. Halten Sie den Rücken gerade. 10 Sekunden. Weiter so. Bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Und Pause. Gut, das war Satz 1 von 4. Noch 3 Sätze. Zehn Sekunden. Machen Sie sich bereit. Und los. Atmen Sie. 10 Sekunden. Die Knie zeigen in dieselbe Richtung wie die Zehen. Rücken gerade halten. Und Pause. Gut gemacht. Halbzeit, noch 2 Sätze. Achten Sie auf eine saubere Form. Sie sollten bei jedem Workout versuchen, ein wenig schneller zu werden. 10 Sekunden. Machen Sie sich bereit. Und los. Das Becken nach hinten unten absenken. 10 Sekunden. Als würden Sie sich auf einen Stuhl setzen. Pause. Noch ein Satz. Bleiben Sie dran. Ein Kinderspiel. 10 Sekunden. Machen Sie sich bereit. Los. Letzter Satz. Halten Sie durch. Den Rücken gerade halten. 10 Sekunden. Das Becken nach hinten unten bringen. Die Knie zeigen in dieselbe Richtung wie die Zehen. Dranbleiben. Oberschenkel parallel zum Boden. Und Pause. Okay, gut gemacht. Das war die erste Übung. Kurze Pause, dann erkläre ich den diagonalen Liegestütz im Vierfüßlerstand, von dem wir auch 4 Sätze machen. Gehen Sie in den Vierfüßlerstand und heben Sie gleichzeitig den linken Arm und das rechte Bein, bis Sie parallel zum Boden sind. Becken und Schultergürtel bitte nicht verdrehen. Kehren Sie in die Ausgangsposition zurück und wiederholen Sie die Übung auf der anderen Seite. Blicken Sie bei dieser Übung durchgehend auf den Boden. Machen Sie sich bereit. Und los! Die Hüften und Schultern gerade halten. 10 Sekunden. Arm und Bein parallel zum Boden. Und Pause. Satz 1 von 4. Noch 3. Achten Sie auf die Form. Alles sollte schön gerade sein. 10 Sekunden.
Eine tolle Übung für die Rückenstrecker. Machen Sie sich bereit. Und los. Zehn Sekunden. Achten Sie auf Ihre Technik. Und Pause. Halbzeit. Noch zwei Sätze. Sie werden merken, dass das keine Isolationsübungen sind. Deshalb sind sie so wirksam. 10 Sekunden. Machen Sie sich bereit? Los! Zehn Sekunden. Und Pause. Das war der dritte Satz. Einer noch. Zehn Sekunden. Bereit machen. Und los. Machen Sie sich schön lang. Hüften und Schultern auf einer Höhe. 10 Sekunden. Arm und Bein parallel zum Boden. Und Pause. Okay, das waren die diagonalen Liegestütze. Als nächstes kommen Bergsteiger. Nehmen Sie die Ausgangshaltung des Liegestützes ein. Die Hände sind schulterbreit auseinander. Und Sie bilden von Kopf bis Fuß eine Gerade. Ziehen Sie das linke Knie zur Brust. Laufen Sie nun auf der Stelle. Der Blick ist nach unten gerichtet und das Becken bleibt unten. Ziehen Sie die Knie möglichst hoch zur Brust. Wir machen wieder 4 Sätze mit jeweils 20 Sekunden Belastung und Erholung. 10 Sekunden. Machen Sie sich bereit. Los! Halten Sie das Becken unten. Die Schultern befinden sich über den Händen. Noch 10 Sekunden. Und Pause. Satz 1 von 4. Noch 3. Ich weiß, die Übung ist hart. Wenn Sie kurz pausieren müssen, nur zu. Machen Sie weiter, sobald Sie können. 10 Sekunden. Machen Sie sich bereit. Los! Zehn Sekunden. Halten Sie das Becken unten, Hände unter den Schultern, Knie zur Brust. Und Pause. Halbzeit. 10 Sekunden. Machen Sie sich bereit. Los! Kommen Sie. Das trainiert viele Muskeln und verbrennt viele Kalorien. 10 Sekunden. Das ist funktionelle Kraft. Und Pause. Sie merken sicher, dass Ihr ganzer Körper am Arbeiten ist. Und so sollte es in einem Workout auch sein. 10 Sekunden. Sie sollten jedem Programm misstrauen, das Isolationsübungen im Liegen oder Sitzen vorsieht. Machen Sie sich bereit. Los! 10 Geht's! Kommen Sie! Es wird von Mal zu Mal leichter. 10 Sekunden.
Und Pause. Okay, das waren die Bergsteiger. Die nächste Übung sind Schwimmer. Legen Sie sich für diese Übung auf den Bauch. Strecken Sie die Arme nach vorne aus. Ziehen Sie das Kinn an und blicken Sie zum Boden. Heben Sie jetzt gleichzeitig den linken Arm und das rechte Bein. Wieder absenken und die Bewegung auf der anderen Seite wiederholen. Halten Sie die Ellbogen und Knie gestreckt und heben Sie die Gliedmaßen so hoch es geht. 10 Sekunden. Wir machen wieder 4 Sätze. Machen Sie sich bereit. Los. Zehn Sekunden. Pause. Das war Satz 1 von 4. Noch 3 Sätze. Achten Sie auf eine saubere Technik und ein konstantes Tempo. 10 Sekunden. Sie sollten das Tempo die gesamten 4 Sätze hindurch halten können. Machen Sie sich bereit. Los. So hoch es geht. Ellbogen und Knie gestreckt. Blick zum Boden. 10 Sekunden. Und Pause. Noch 2 Sätze und wir sind mit dem Workout fertig. Weiter so. 10 Sekunden. Machen Sie sich bereit. Los. 10 Sekunden. Pause. Das war Satz 3 von 4. Noch ein Satz und wir sind fertig. 10 Sekunden. Machen Sie sich bereit. Los. Knie und Ellbogen gestreckt. 10 Sekunden. Kommen Sie, heben Sie Arme und Beine so hoch wie möglich. 10 Sekunden. Und Pause. Gut gemacht. Dieses Workout ist hiermit abgeschlossen. Wenn Sie schon lange nicht mehr trainiert haben, werden Sie wahrscheinlich Muskelkater bekommen. Das Cooldown schafft Abhilfe. Lassen Sie es also nicht ausfallen. Und noch einmal, Sie müssen dranbleiben und beharrlich sein. Ganz egal, wie viel Muskelkater Sie haben, trainieren Sie 3-mal in der Woche. Dann wird es bald besser. Wir sehen uns im Cooldown.